willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Ich war ja in der letzten Folge bei der Pferdewirtin zu Gast. Eine sehr, sehr sympathische, eine sehr, sehr nette Frau, mit der ich auch übers Geschäft geredet habe, aber natürlich auch ein bisschen Reittraining bekommen habe. Und vielleicht komme ich da in Zukunft öfter mal vorbei, mal schauen. Aber jetzt muss ich ganz, ganz schnell zurück zum Hof, denn ich habe mir Bewerber eingeladen, um Punkt 10 Uhr eigentlich. Ich bin selbst jetzt ein bisschen spät dran, weil ich noch so lange mit der Pferdewirtin da unterwegs war, beziehungsweise mich da so ein bisschen verquatscht habe und da dieses Reittraining bekommen habe. Deswegen geht's jetzt ganz, ganz schnell zurück zum Hof und dann schauen wir mal. Oh, hier müssen wir hinter diesem langen LKW. Dann schauen wir mal, ob die Bewerber schon da sind. Und dann gucken wir mal, wie die sich so schlagen werden. Und das Besondere daran ist, dass ihr abstimmen werdet. Das heißt, ihr könnt am Ende der Folge durch die Abstimmungsoption entscheiden, welcher Kandidat das Rennen machen soll, wen ihr für geeignet haltet oder eben auch nicht. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Und deswegen fahren wir jetzt mal schnell hier auf den Hof rauf und dann gucken wir uns die Bewerber mal an, wenn sie schon da sind. Okay, dann schauen wir mal, wer sich hier beworben hat und wie die zwei Bewerber sich hier anstellen werden. Oh, da wartet auch schon einer. Ich glaube, das ist er schon. Einer von den beiden Bewerbern. Dann gucken wir mal. Ja, grüß Sie. Guten Tag, hallo. Sie hatten sich beworben, nehme ich an. Ja, richtig. Ich bin der Theo Grünwald. Hallo. Herr Grünwald, das freut mich doch. Sie hatten mir eine ganz, ganz lange Bewerbung geschickt. Ich hatte aber noch jemand anderes, glaube ich, eingeladen. Der ist jetzt hier noch nicht aufgetaucht. Den haben Sie noch nicht irgendwie auf dem Hof gesehen? Nein. Hier ist okay. Sonst keiner gewesen bisher. Verzeihung, dass ich ein bisschen später bin. Ich hatte ja eigentlich 10 Uhr gesagt, ne? Aber ich war noch beim Pferdehof und das dauert manchmal ein bisschen. Aber ist ja kein Problem. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt kurz warten auf den anderen Bewerber oder wollen wir schon mal anfangen? Müssen also, Sie wissen, mir ist das... Von mir aus können wir warten. Dann, ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Ich hoffe, dass er jetzt ziemlich bald kommen wird, aber ich zeige Ihnen jetzt einfach schon mal den Hof. Ja. Und dann gucken wir mal, ob der andere noch dazukommen wird. Also der ist im Moment nicht so groß. Ich habe den Hof von meinen Großeltern übernommen. Die sind leider verstorben. Oh, mein Beileid. Ja, ich habe mich da schon so ein bisschen mit abgefunden und jetzt habe ich halt den Hof am Bein sozusagen und ich hatte so ein bisschen die Option, ob ich das jetzt alles aufgebe und verkaufe oder ob ich hier groß investiere und ich habe mich für Letzteres entschieden und suche deswegen auch einen Mitarbeiter, der mir hier so ein bisschen zur Hand geht. Mhm. Und ich zeige ihm jetzt einfach mal ein bisschen. Hier sind unsere Hühner, da muss ich mal wieder sauber machen. Dann haben wir hier im Moment eine riesige Baustelle. Kann ich Ihnen auch mal zeigen, was hier alles hinkommt. Also, hier wird an allen Ecken und Enden gearbeitet. Ein kleines Erdloch. Ja, genau. Hier kommt ein Ferienhaus hin und hier kommt eine neue Halle hin. Das werden sie also auch, sollten sie hier eingestellt werden, werden sie das also auch sehen. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, ob hier, nee, genau, dann sind wir schon am Ende der Baustelle angekommen. Aber das wird, glaube ich, noch ziemlich spektakulär. Also es wird so in den nächsten Wochen hier noch ordentlich viel zu tun geben. Ja, ordentlich spannend, weil Sie sehen, ja. Das sind hier nicht nur viele Fahrzeuge, sondern auch alles abgesperrt und es wirft den Hof natürlich ein bisschen durcheinander. Und ansonsten haben wir hier vorne unser Silo, ne? Da ist jetzt auch einiges drin schon, auch mit Dünger und so. Dann haben wir hier ein paar Geräte, sehen Sie ja, und ich glaube, wir haben hier vorne noch irgendwo, wo habe ich denn meinen, ah hier. Hier habe ich meinen alten Güldner abgestellt. Das ist so eins von zwei Fahrzeugen. Das ist noch von meinen Großeltern. Und ich habe jetzt aber auch investiert in eine neue Maschine. Das ist mein ganzer Stolz hier im Moment. Und zwar diesen schicken John Deere, den Sie hier sehen. Ja. Der fährt nicht nur relativ schnell, sondern der hat auch alles, technisch alles, was man so braucht. Auf dem neuesten Stand. Genau, ist auf dem neuesten Stand. Und ich bin immer großer Freund davon, jetzt nicht so groß auf die Noten zu schauen und zu sagen, ah, hier, da ist aber ein Rechtschreibfehler und da. Mir ist das wichtig, dass sie praktisch alles können, ja. Und dass sie hier gut zur Hand gehen können. Und deswegen dachte ich mir, werden wir heute auch mal direkt ein bisschen Probe arbeiten, wenn Sie nichts dagegen haben. Auf alle Fälle, klar. Vorher würde ich allerdings gerne ein bisschen was über Sie wissen. Ich hoffe, dass jetzt bald mal der andere Bewerber auftaucht. Ich meine, ich möchte die Hofführung ungern zweimal machen, weil ich habe im Moment so viel zu tun. Da ist mir das immer recht, wenn die Bewerber pünktlich sind. Das zusammen machen, ja, ist richtig. Aber schießen mal los. Was können Sie mir, haben Sie schon Erfahrung da in dem Bereich?
Ja, also ich kann nur so von mir erzählen, meine Eltern haben einen eigenen Bauernhof. Ah, Ich bin in so. der Landwirtschaft groß geworden, mit einem Rindermastbetrieb, wo die Rinder wir als, ja, knappe halbes Jahr ungefähr eingekauft haben und dann mit 3 Jahren verkauft haben wieder. Wir haben selber, oder meine Eltern eher gesagt, haben selber noch Pferde. Ich habe auch ein eigenes Pferd noch bei meinen Eltern stehen. Wir haben auch ein paar Hühner und ja, 150 Hektar Land dazu. Also auch nichts Kleines auf der Hinsicht. Ja. Ach, ich glaube, hier drüben sind wir. Was denn hier? Moin. Moin. Verzeihung, dass ich Sie gerade unterbrochen habe, aber ich habe gesehen, dass da jemand hier auf den Hof geirrt ist. Moin, Sie sind nämlich an der zweite Bewerber. Denke ich schon, ja, wenn ich hier richtig bin. Ja, Also genau. Ich sieht hatte so ja aus. 10 Uhr gesagt, ich war selbst ein bisschen später. Ja, Busverkehr auf dem Land, das Ach ist so, Sie manchmal sind mit dem blöd. Bus gekommen. Ah, dann habe ich Ja. da großes Verständnis für. Ja, sehr schön. Ich habe hier gerade schon ein bisschen, also ich habe Sie beide eingeladen, weil ich so ein bisschen, Ja. ne, Sie waren diejenigen, die sich jetzt auf die Stelle beworben haben. Wir haben schon so ein bisschen gesprochen gerade. Ich habe jetzt schon so ein bisschen die Biografie von dem Herrn Grünwald erfahren. Sie sind Herr. Ich bin der Herr Paulsen. Herr Paulsen. Sie hatten mir auch schon eine ausführliche Bewerbung geschickt. Erzählen Sie mir trotzdem nochmal. Was haben Sie denn so für ein Background? Ja, also mein Vater, der war in der Landwirtschaft tätig, und da habe ich halt auch auf dem Hof öfters mal ausgeholfen, ne? Also vor allem Ach im so, das letzten. haben Sie dann schon gemein. Mensch, das ist das Gute, wenn man auf dem Land dann auch ist, ne? Da kann man sich Ja. auch darauf verlassen, dass man da kompetente Unterstützung bekommt hier. Sonst, zum Beispiel in Ferienarbeit habe ich da auch mitgemacht, also halt auch ein bisschen gegen Bezahlung natürlich, ne? Also hilft auch. Ja, sonst hat mir eigentlich auch immer Spaß gemacht, also denn gleich eine Festanstellung zu bekommen, wäre eigentlich schon super. Okay, jetzt mal so ganz direkt gefragt, was würden Sie sich denn gehaltsmäßig vorstellen? Ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. 2.000 € im Monat oder sowas. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen hochgeschossen wäre. Okay, Sie haben eine Ausbildung oder? Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Okay. Als? Als hier Landwirtschaftstechniker oder, ach, den Fachbegriff habe ich vergessen hier. Landwirtschaftstechnischen Assistenten oder sowas. So war das ja. Okay. Und Sie? Ich habe auch eine Ausbildung gemacht als Landmaschinen-Mechatroniker und habe eine zweite Ausbildung gemacht als Landwirt. Okay, alles klar. Und was würden Sie sich da gehaltsmäßig vorstellen? Also, ich sag mal in der Hinsicht so, was sie zahlen können. Also, ich will nicht hoch hinaus. Es geht mir Was ich darum, zahlen kann, ist nicht viel, ich dann wären wir bei null. weiß. Nein, Nee, Sie sollen ja auch davon leben. ja, Sagen das Sie ist, einfach also, es soll mal, wie mir der Ihr Kollege, ganz mutig rein. 1.500. 1500, obwohl Sie eine Ausbildung mehr haben. Ja. Ich will nicht reich werden, ich möchte einfach nur, mal so gesagt, von den elterlichen Betrieb weg und mein eigenes Leben leben. Und da fängt man halt klein an. Auch wenn man mehr Ausbildung hat oder mehr Zertifikate hat. Okay, ich verstehe. Da haben Sie es natürlich jetzt auch ein bisschen Kleinvieh einfach macht gehabt, auch das jetzt zu Mist. unterbieten. Alles klar, ich merke mir das mal. Ich würde aber sagen, hier wird jetzt nicht lange rumschwadrouliert. Ich möchte sehen, was Sie so alles machen können. Deswegen, kurze Aufgabe für einen von Ihnen, die ich schon mal. Also, einer von Ihnen könnte sich jetzt mal kurz den Güldner hier schnappen und dann mit dem Grubber arbeiten. Den Grubber finden Sie. Kommen Sie mal kurz mit. Ich habe einem von Ihnen, dem Herrn Grünwald, habe ich es ja eben schon gezeigt. Den Grubber finden Sie, glaube ich, hier. Wenn ich den. Ja, genau. Hier finden Sie den Grubber. Ich würde sagen, Sie, die andere Person steigt jetzt in den John Deere. Wichtig, wenn da auch nur ein Kratzer dran kommt an diesen John Deere, dann sind Sie nicht nur haushoch gefeuert, sondern Sie kriegen das auch komplett in Rechnung gestellt. Okay. Gehen Sie äußerst vorsichtig damit um. Und die Aufgabe für Sie wäre jetzt einmal kurz zu schauen, dass Sie den Hänger vom Feld hier nebenan nehmen und den dann in das Silo hier vorne bringen. Wer von Ihnen macht das jetzt? Also Herr Paulsen ist hier mit dem Güldner unterwegs, Sie können schon starten. Ich bräuchte den Schlüssel noch, also. Ach so, und dann
Attacke. Los geht das. Und Sie, Schlüssel stecken, schau mal, oder haben Sie die hier, in der Tasche? Der sollte noch stecken. Ich bin damit ja gerade erst angekommen. Aber schauen Sie sich mal kurz an. Kommen Sie mal kurz mit. Also am Feld da hinten steht noch ein Hänger. Ja. Der ist voller Soja. Und den müssen Sie dann hier ganz geschickt vom Feld aus hier in das Silo buxieren. Hier einmal kurz abladen. Ja. Und ganz wichtig, im Moment steht es auf Entladen. Wenn Sie laden wollen, dann müssen Sie es hier auf Laden stellen, sonst immer Entladen. Können Sie einfach hier drüber fahren, dann abladen und dann fahren Sie irgendwo raus. Und die Challenge ist sozusagen, das jetzt in relativ kurzer Zeit zu machen. Also 2 Minuten, würde ich sagen, haben Sie dazu Zeit. Okay, gut. Alles klar, dann geht's mal los. So, und während die jetzt hier beschäftigt sind, gucken wir mal, was wir jetzt hier noch so auf dem Hof alles veranstalten können. Das sieht doch nett aus. Und dann gucken wir mal, ob der sich jetzt gut anstellt damit, das Ganze da rein zu buxieren. Ich meine, ich hätte da vorne eben gesehen, dass der ein bisschen an die Hecke, ein bisschen dicht an die Hecke gefahren ist, der Herr Paulsen. Und hier bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier klappt oder ob er es nicht hinbekommt. Natürlich auch mit einer Deichsel dann immer schon ein bisschen schwierig. Aber es macht er doch, stellen sich doch beide ganz gut an. Also ich finde es ein bisschen schwierig, hier jetzt eine Entscheidung zu treffen. Oh. Der ist, glaube ich, irgendwo gegengefahren, ne? Oder? Ah, ne. So, jetzt wählt er hoffentlich die richtige Abkippseite. Ah, fast. Hinten wäre ein bisschen schöner gewesen, aber gut. Hallo, passt Herr Meier. Herr Peters, ich habe hier gerade die Bewerber auf dem Hof. Gucken Sie sich mal mit an. Ach so, ja. Ich habe denen ein paar Aufgaben gegeben, dass sie sich hier mal ein bisschen mit den Treckern vertraut machen und mal so ein bisschen gucken, ob sie hier zurechtkommen mit dem alten Güldner. Und wir den neuen großen John Deere. Es klappt im Moment ganz gut. Wenn du noch eine Scheibenegge eben brauchst hier für den großen Trecker. Ich habe da eine noch drüben stehen. Ja? Wenn du gerade für den John Deere da nichts zu tun hast, weißt du? Ja, der hat jetzt die Aufgabe bestand vor allen Dingen darin, das hier so ein bisschen geschickt durchzumanövrieren. Ja. Ich hoffe, dass es jetzt irgendwo hier auf dem... Wir gehen mal hin. Wir gehen mal hin, weil eigentlich... Ah, hier ist auch nochmal ein Hindernis. Herr Grünwald, wenn Sie hier durch sind, können Sie den einfach hier vorne abstellen, ja? Wo der Güldner eben gepackt hat. Ich bin mal gespannt, wie die sich jetzt hier schlagen werden. Ich wollte die aber einfach mal in der Praxis sehen, ne? Herr Peters, Sie wissen ja, es geht in der Landwirtschaft nur um die Praxis eigentlich. Ja, theoretisch, ja. Also, das Wissen bringen Sie hoffentlich auch mit. Das ist ohne Frage, aber mir ging es jetzt vor allen Dingen erstmal darum zu sehen, wie die sich hier so mit den Maschinen anstellen und wie die so drauf sind, ob sie die Aufgabe direkt meistern oder ob sie noch viele Fragen stellen und so. Das hat aber ganz gut geklappt bei den beiden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das noch hier durchbekommt. Das hätte ich mich jetzt selbst, glaube ich, gar nicht getraut. Sie haben ja, glaube ich, auch so Testgelände, ne? Ja, die haben wir auch, ja, klar. Ja, das meine ich doch. Ja. Ich dachte, dass ich mit den Bewerbern da mal vielleicht vorbeifahre später oder mit einem Bewerber, dass wir da mal ein bisschen üben können. Ja, klar. Mit dem, der es dann wird. Das ist auch gerade abgeerntet, das Feld. Also da könnt ihr ruhig üben. Okay. Das ist. Dann machen wir das vielleicht mal, wenn ich mich dann für einen Bewerber entschieden habe. Jetzt werden wir aber erstmal den anderen noch stoppen. Also der Herr Grünwald hat das hier schon hervorragend gemacht. Und der andere Bewerber steht da vorne. Herr Paulsen. Herr Paulsen, kann ausmachen. Eine Sekunde. Das reicht mir erstmal. Ach, okay, sehr gut. Ja, sehr gut. Ohren betäuben, ne? Ja, ja. Soll ich den gleich parken oder einfach hier stehen lassen? Nee, können Sie einfach da stehen lassen. Ich mach dann weiter. Wir gehen einmal noch mal kurz zurück. Und dann treffen wir uns noch mal schnell hier. So, und die haben also eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht? Ja, schon, ne? Also, hat auch Spaß gemacht. Das ist doch schön. Habe ich auch mal gemacht. Vor langer Zeit, Herr Peters. Oh. Herr Peters ist übrigens unser Maschinenhändler hier. Ach so, ja. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon kennen. Schön, Sie kennen. Ja. Herr Grünwald und Herr Paulsen. Ja. Was kann ich denn von Ihnen sozusagen erwarten, wenn Sie jetzt hier anfangen würden? Was sind Ihre Spezialitäten? Was können Sie vielleicht besonders gut? Was können Sie nicht so gut? Vielleicht so auch in Bezug auf Tiere. Wo liegen Ihre Stärken? Wo liegen Ihre Schwächen?
Also ich lasse ihn den Vortritt. Ach, okay, danke. Ja, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen? Ich war bei meinen Eltern immer für die, wir hatten auch noch ein paar Milchkühe und da musste ich immer die Milch kontrollieren auf Schadstoffe. Also da habe ich eine große Stärke drin, dadurch, dass ich es halt wirklich jeden Tag machen musste. Ob auch die Milch dementsprechend gut ist zum Weiterverarbeiten, um nicht, dass man die ganze Milch wegkippen musste halt. Ja, okay. Meine Schwächen, ja, wo drinnen liegen die? Und sagen Sie nicht, Sie haben keine, das glaube ich Ihnen nicht. Ich habe bestimmt welche, aber ich wüsste jetzt, mir fällt gerade keine ein, ehrlich nicht. Okay. Sie haben Herr Paulsen. Also Schwäche, keine Schwäche zu haben. Herr Paulsen, ja, wie sieht also, das bei Ihnen aus? Ja, bei mir war es halt so, bei der Ausbildung bin ich halt ein bisschen rumgekommen, ne? Und dann habe ich zum Beispiel auch ein bisschen, also größtenteils sogar Grünlandtechnik gemacht, also jetzt hier Mähen, Schwaden, Wenden und so weiter. Also dementsprechend okay. Auch so ein bisschen in der Richtung die Tiere, also so Schafe und Kühe ja. Mhm. Aber sonst, ich denke auch Schweine passen. Also ich habe eigentlich so ein bisschen Allround gelernt. Es gibt ja auch viele, die haben überhaupt nicht einen Hof oder da gibt es überhaupt keine Tiere, die sind dann eher so auf der Feldwirtschaft spezialisiert oder in der Feldwirtschaft spezialisiert, andere dann wieder mit Kühen und so. Das haben sie gesagt, beide Milchkühe. Ich bin mal gespannt, für wen ich mich da entscheiden werde, aber ich danke Ihnen erstmal für Ihre Vorstellung. Ich werde Sie jetzt noch mal ein bisschen weiter interviewen und arbeiten lassen. Das war es aber jetzt erstmal von dieser Folge. Wen würdet ihr von den beiden nehmen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, beziehungsweise stimmt oben rechts ab bei dem i und entscheidet euch entweder für Herrn Paulsen oder für Herrn Grünwald. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch einen kleinen Eindruck davon gegeben, wie die zwei Bewerber so drauf sind, was da Stärken und Schwächen sind. Das war nicht so ganz klar, aber sie haben sich auf jeden Fall beide ganz gut geschlagen. Das kann man, glaube ich, konstatieren. Und ich bin sehr gespannt, was das Ergebnis sein wird. Und schreibt gerne auch mal in die Kommentare, warum ihr euch so entschieden habt, wie ihr euch entschieden habt. Das hilft mir dann so ein bisschen bei der Entscheidungsfindung. Ich denke, ich werde mich dann auch nach euch richten. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Abstimmen, vielen Dank fürs Kommentieren. Und wenn es euch gefallen hat, gilt natürlich auch wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut in die nächsten Folgen wieder rein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.